In der Bibel finden wir einen Vers, der sich dutzende Male wiederholt. Dieser Vers wurde einzelnen Menschen zugesprochen oder auch gesamten Nationen. Und über die Generationen und Jahrtausende hinweg wurde Menschen dieser Satz zugesprochen. Fürchte dich nicht. Wenn man die Bibel auf eine Hauptaussage reduzieren wollen würde, dann wäre dieser Vers sicherlich unter den Top 3. Damals hatten die Menschen Angst in unterschiedlichen Situationen und genauso heute im Jahre 2020. Wir leben in einer Zeit, die vor uns noch keine andere Generation so erlebt hat. Und es sind politische Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und für die Gesundheit getroffen worden, aber die auch Risiken mit sich bringen. Uns gilt dieser Satz ebenso. Hab keine Angst. Lasst uns mit diesem Vers in die Zukunft gehen, in den Tag hineingehen, in den Abend gehen und getrost sein, dass Gott mit uns ist, uns stärkt, uns schützt. Hab keine Angst.